Dieses Video von Thorsten Butsch beschäftigt sich mit dem Thema Sieb des Eratosthenes. In diesem Video gucken wir uns das Sieb des Eratosthenes an. Das ist ein Algorithmus, der Nichtprimzahlen aussiebt. Machen wir es an einem Beispiel. Ich habe die Zahlen von 2 bis 18 und da möchte ich jetzt nur die Primzahlen haben. Die Primzahl ist durch sich selbst oder durch 1 teilbar. Das heißt, die 2 ist die erste Primzahl und nicht alle Zahlen, die jetzt durch 2 teilbar sind, können ja nicht Primzahlen sein. Also streiche ich die alle weg. 2 ist jetzt meine erste Primzahl. Die 3 ist nicht weggestrichen worden, also ist das meine nächste Primzahl. Jetzt gehe ich her, alles was durch 3 teilbar ist, wird weggestrichen. Die 4 ist ja weggestrichen, also ist die 5 die nächste Primzahl. Was bringt mir das Ganze? Naja, du kannst das übrigens gerne auch mitlesen. Unter dem Video ist entsprechend die Möglichkeit, das auszudrucken. Das Skript ist entsprechend verlinkt. Gut, ich kann es programmieren. Das ist recht praktisch, da kann man größere Zahlen untersuchen. Was aber trotzdem noch spannender ist, ist in dieser Lösung wird nur 4-mal gesiebt. Warum? Und zwar, hier sieht man, der macht das nur bis p². p² ist sozusagen, wenn ich bis 100 sieben möchte, wäre es entsprechend p10. Warum muss ich mir nur die Zahlen bis 10 angucken? Naja, hier unten habe ich es mal versucht aufzuschreiben. Wenn ich 100 ausrechnen möchte, das ist einmal 100, 2 mal 50, 4 mal 25, 5 mal 20 oder 10 mal 10 oder 20 mal 5 oder 25 mal 4. Aber was auffällt ist, ich multipliziere immer eine Zahl kleiner gleich 10 mit einer Zahl größer gleich 10. Na, was gemerkt? Ich brauche mir natürlich jetzt nur die eine Hälfte angucken, weil ich ja die andere Hälfte damit automatisch ja auch berücksichtigt habe. Und daher reicht es völlig aus, wenn ich bis zur 10 arbeite. Und auf diese Art und Weise brauche ich insgesamt nur 4 mal 7. Also die 2 ist klar, die 3, die 4 wurde ja sozusagen schon ausgesiebt, dann wäre die nächste Zahl die 5. Die 6 wurde ja schon von der 2 ausgesiebt. Wäre rein theoretisch auch noch durch 3 teilbar. Die 7 ist wieder eine Primzahl. Die 8 ist ja auch durch die 2 schon ausgesiebt worden. Die 9 durch die 3 ausgesiebt worden. Und die 10 durch die 2 und durch die 5. Also sofern. So weit, so gut. Das ist der Sieb des Eratosthenes. Damit kann man Primzahlen aussieben. Aber das Ganze hat natürlich seine Grenzen. Ich kann nicht, sagen wir, bis unendlich gehen, sondern auch hier ist der Algorithmus hat seine Grenzen. Ich kann halt je nach Rechenleistung durchaus große Zahlen erreichen, aber ich kann halt eben nicht alle natürlichen Zahlen prüfen.